Man musste Penthesileas Hartnäckigkeit bewundern. Es gab Phasen, da hätte ich keinen Pfifferling mehr auf sie und ihre Amazonen gesetzt. Dies hier war so eine. Penthesileas Siedlung lag unter heftigen Angriffen ihrer römischen Gegner und würde sich nicht mehr lange halten können. Kunkyra wollte deshalb, dass eine Insel in der Nähe erobert wird, auf der man mit Schiffen nicht landen konnte, da sie von unüberwindlichen Riffen umgeben war. Wie das zu schaffen sei, das überließ sie Penthesilea. Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Mission bei die Siedler 3. Taktischer Rückzug heißt diese Mission diesmal, und zwar müssen wir, wie schon erklärt, auf Z2 unsere Basis aufbauen, unsere Amazonen dahin retten sozusagen. Problem ist, wir müssen erstmal auf Z1 alles aufbauen, damit wir auf Z2 dann alles hinschaffen können. Ohne Schiffe. Also müssen wir religiös werden, heißt zaubern. Ne? Gucken wir mal, wie wir das am besten hinkriegen, weil ich glaube, wir haben nur eine Stunde Zeit und dann greifen die Römer schon an, dann haben sie ihren Spaß. Wollen wir es einfach mal probieren und legen wir los. So, den Turm behalten wir mal da oben. Falls die Römer doch wirklich mal angreifen sollten, dann haben sie da oben wenigstens was. Also dann haben sie erstmal ein bisschen was zu laufen. So. Die können hier hin. Hier mache ich Holzfäller, Steinbruch. Steinbruch da auch nochmal. Forsthaus und Forsthaus. Und auch schon zwei Sägewerke. Dann machen wir hier ein kleines Wohnhaus erstmal. So. Dann haben wir schon wieder einen Spionen. Und wir haben ja auch noch zwei Spione. Die können wir auch mal runterschicken und zum Beobachten. So, dann haben wir die Insel hier drüben noch. Die dürfen wir nicht vergessen. Wir müssen ja schon mal Land einnehmen wenigstens, dass wir hier dann später was bauen können. So. Gut, die können schon mal Rohstoffe suchen. Da ist Eisenerz, sehr gut. Okay, von jedem erstmal zwei, genau, das reicht erstmal. Du kannst ja mal hier hingehen. Dann such mal dort ein bisschen. Oh. Und dann kann ich ja hier schon mal mit Getreidefarmen anfangen. So. Weil wir wollen das ja schnell fertig haben, alles hier, ne? Soweit und schnell an Nahrung rankommen. Müssen wir uns halt mal ein bisschen ranhalten. Sieht es mir so aus, als ob wir da viel Kohle haben. Ja, sieht gut aus. Nehmen wir die Stelle. Obwohl halt ein bisschen abreißen, ein bisschen so. Dürfte gehen, oder? Ja. Ja, gut. So wollten wir das haben und nicht anders. So,
und noch ein Spion, den werden wir auch mal schnell los. Kann ja nicht sein, dass hier Spione rumdackeln. Haut den weg. Sehr gut. Gut, dann machen wir das halt mal ein bisschen anders. Mein Baustil habe ich in der letzten Aufnahme ja probiert, sage ich mal, und es hat nicht gut geklappt. So, hier werde ich das machen und das. Dann haben wir auch eine Werkzeugschmiede schon mal. So. Nein, ein bisschen können wir nach oben gehen. So. Wie viele Äxte haben wir denn noch? 3. Also brauche ich noch 2 Holzfällerhütten. Hier eine. Eine. Wasserwerk hier. 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 Und hier. So, das sollte dann auf jeden Fall erstmal reichen an Baustellen. Ein großes Wohnhaus werde ich sowieso noch brauchen. Wieder. Das machen wir da, das dort, das dort. Das dort, so. Also zu tun haben die Siedler jetzt auf jeden Fall erstmal was. So, was haben wir denn hier schon gesehen alles? So. Hier ein bisschen, da ein bisschen, also noch nicht so viel. So, du gehst mal hier schön nach oben. Mann, haben die viel Eisen jetzt und Kohle. Und da sind noch Bögen. Hätte ich auch gern alle. Schweinerei. So, wunderbar. So. Der Römer hat den Spion aus dem Auge verloren. Sehr gut. So muss es sein. Da ist der. Okay. So, dann gucken wir mal, ob wir ein bisschen Essen klauen können. Können wir nämlich auch gut gebrauchen da oben. Wäre auf jeden Fall sehr sinnvoll. So, die geht schon nach oben. Dann sollte ich die Bögen mitnehmen. Weiß es nicht. Die werden ja wahrscheinlich auch bald. Werden auch schon genommen. Na gut, nee, dann lassen wir es mit den Bögen. Die werden erstmal sowieso bloß stationiert, die Soldaten. So, die geht erstmal nach oben. Gut, das Sägewerk ist dann fertig. Wir nutzen noch Bretter, okay. Oh, Eisenerzmine schon fertig, okay. Staunlich. Na, umso besser. Können wir schon mal ein bisschen Eisenerz produzieren. So, die hat Axt, sehr gut. Und die holde Dame hat ein Laib Brot. Und kann sie auch nach oben verschwinden. So. 8 Träger. Viel zu wenig. Was wird da gebaut? Werkzeugschmiede. Okay. Jetzt schon gucken.
Goldrad von den Römern. So, Eisenerz haben wir schon mal ein bisschen was gefunden. Das ist gut. Aber sieht schon wieder so mager aus. Hoffen wir mal, dass wir noch ein bisschen Eisenerz hier finden und dass wir dann noch ein bisschen was aufbauen können. So, jetzt bringt man das Holz dann zum Sägewerk. Sonst können wir ja nicht weiterbauen hier. So. Wir können ja das hier schon mal so einstellen. Das brauchen wir auf jeden Fall dann. So. Hallo, bringt ihr mal das Holz jetzt da zum Sägewerk? Machen erstmal das Unsinnige. Warum? Warum sind die so dämlich? Mann. Körbe kann der noch hinstellen. Danach war erstmal vorbei. Und die Träger machen mich fertig, ey. Warum bringen die nicht erstmal das Holz da zum Sägewerk? Wir brauchen nur die Bretter. Ich mache was erstmal so. Wohnhaus brauchen wir erstmal, damit wir genügend Träger zusammen haben, um das hier am Laufen zu kriegen. Ah, sehr gut. Die erste Spionin ist schon mal da. Die zweite ist auch unversehrt unterwegs. Sehr gut. Wird auch mal Zeit hier mit dem Holz. Und schon so wenig Träger. Da könnt ihr nicht nur trödeln. So. Da noch eins für dich. So, das muss auf jeden Fall klappen so. Eisenerz findet die auf jeden Fall, das ist schon mal gut. So, ein Laib Brot geklaut. Kannst ja mal gucken, ob du noch mehr von den Nahrungssachen da klauen kannst. Ein bisschen Fisch wäre noch gut. Fleisch oder Brot, irgendwas. Irgendwas geht immer. So, dann kann wenigstens der Rest abgebaut werden. Eisenerz ist schon mal schön, aber ja, zu wenig. Hier noch 1, 2, 5. Ist auch langsam fertig. So, haben wir noch Soldaten irgendwo rumkriechen? Nö. Okay.
Da sind die Körbe voll, dafür noch zwei Bretter. Dafür auch gleich nur noch zwei. Kohle davon, toll. Was will ich mit Kohle?